Und damit herzlich willkommen zurück zu Pro Evolution Soccer Meisterliga. Dritter Spieltag, erster Spieltag 1-0 gegen Wolfsburg, zweiter Spieltag 0-1 gegen den VfB Stuttgart. Und ja, mal sehen, was wir jetzt gegen Mainz tun können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe, wie gesagt, richtig Bock auf diese Meisterliga. Ich würde gerne am liebsten noch 10 Parts heute aufnehmen. Das Problem ist nur, wir haben jetzt 11.30 Uhr und ich muss um 13 Uhr schon weg. Von daher, ne, ich muss ja noch sehen, dass ich das Ganze hier, den Ton noch bearbeite, die Audiospuren zurechtschneide. Und ja, deswegen ist mir das leider nicht, ich habe jetzt vergessen zu rotieren, aber dann rotieren halt die alten, die Stammspieler wieder zurück. So einfach ist das. Neuer Innenverteidiger, Herr Gimenez, ist natürlich noch nicht da, aber der wird dann, denke ich, die nächsten Tage direkt nach dem Spieltag hier erscheinen. Mal schauen, wie unser Pressing heute funktioniert. Es wäre wünschenswert, da etwas besser in das Pressing zu kommen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Flache Flanke. Haraguchi. Oh wei. Haraguchi holt sich hier aber den Ball super wieder. Also Haraguchi gefällt mir auch hier in dem Spiel richtig gut. Haraguchi legt ab auf Stocker. Stocker! Erste Chance für Hertha. Schöne Grätsche. Bringt den Ballgewinn. Darida, 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 Darida. Diesmal die hohe Flanke, aber die wird abgefangen. Hertha macht hier gut Druck. Erstes Auswärtsspiel. Gefällt mir so bislang soweit ganz gut. So, Ecke, Zwirbel mal wieder dorthin, vielleicht, naja, ein bisschen stärker wollte ich sagen, aber die kommt ja noch schwächer. Torwart und Verteidiger sind sich uneins. Shigerzi versucht hier den Ball zu erobern. Ah, Mist, konnte ich nicht mehr kontrollieren. Aber jetzt hat er den Ball ganz kurz gehabt. Ibisevic, Pressing funktioniert gerade nicht. Oh, Lücke. Oh, Junge, kann der da frei zum Ball? Das darf so nicht passieren. Oh wei. Mit Ansage war das. War Murks. Dietmar Murks. Komm nicht in dieses Pressing rein. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Sag mir, was ist los? Die Grätsche war gut. Warum kommt nicht mehr ins Pressing? Warum will jetzt auch meine Stimme mich verlassen? Ja, jetzt sieht's ein bisschen besser aus. Okay, Ballbesitz für Hertha. Ich muss noch kurz einen Schluck trinken. Meine Stimme. Was ist los? Alter, was macht der denn da? Alter Schwede, was hat der denn da gemacht? Weg. Oh, Hilfe, Hertha schwimmt. Alter, was war denn da für eine Aktion? Oh. Ja, toll. Halt. Nein, das ist unfair. Hallo, ich sehe nichts. Ist das zum Kotzen, ne? Och, nö. Wo wirft ihr hin, Kraft? Ist das dein Ernst? Oh, da braucht ihr wieder Stunden, um den Ball zu verarbeiten. Ich kotz gerade ab. Ganz ehrlich, was waren die letzten 15 Minuten für ein Mist? Und wieso geht die Zeit immer so schnell vorbei? Das sind keine 5 Minuten. Muss aber gewaltig was ändern hier. Fällt mir noch nicht viel. Schieber kommt mal rein. Weiser kommt mal rein. Und Baumjohann kommt mal rein. Für Darida. Passen die Positionen noch an, damit die ein bisschen sich wohler fühlen. 77. Da haben wir schon die 81. Okay, das passt. So, zweite Halbzeit starten.
Mann, 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 ey, das fing mit dem Einwurf an und dann kam ich da gar nicht mehr raus. Ah, die Offensivbewegungen gefallen mir auch noch gar nicht. Ich krieg hier keine Anspielstation. Nie ist einer frei, das gibt's gar nicht. Boah. Wohin? Spiel doch direkt bis nach Asbach. Stocker? Steckt durch auf Schieber! Der Joker sticht! Julian Schieber! Hier der Ball von Stocker. Very genial. In die Schnittstelle rein, die Verteidigung sieht ganz schlecht aus und Schieber überlegt nicht lange und schiebt den da unten in die Ecke. Joker sticht. Und deswegen können wir den Schieber eigentlich fast gar nicht verkaufen, außer das Angebot ist so unmoralisch. Dann schieben wir den Kalou nämlich als, ui, als Ersatz. Und ja, machen das irgendwie so. Nochmal Baum Johann, schöner Ball. Haraguchi ist aber ein Tick zu langsam. Versucht da noch alles sich irgendwie ranzukämpfen. Schieber, schöne Balleroberung. Legt sich den Ball jetzt hier raus, um Plattenhardt mitzunehmen. Plattenhardt, Plattenhardt, hohe Flanke, da ist keiner. Wieder raus auf Plattenhardt. Schön direkt weitergeleitet. Schön gemacht. Oh. Wer war es? Die 14. Stocker wieder. 14. Gleich sehen wir es. Sieht nämlich nicht wie Stocker aus. Aber ist Stocker. Okay. Tun sie nur das Face so ein bisschen. Ja, ein bisschen Mali geht raus und De Blasis kommt rein. Plattenhardt, wichtiger Kopfball gewonnen. Oh, schade. Aber wäre eh abseits gewesen. Sehr, sehr abseits verdächtig gewesen. Komm, ey, da waren drei Mann um den Typen rum. Das muss man auch haben, den Ball. Hier, der bleibt wieder am Ball. Das ist so genial. Schöne Grätsche, kein Foul. Alles fair. Ah, Mist, zu früh. Aber das ist Weltklasse gespielt. Das ist Weltklasse gespielt. Und dann macht der den Schieber nicht. Dann macht der den Schieber, macht den Ball da nicht rein. Das war Weltklasse durchkombiniert, obwohl es nicht ganz so gewollt war. Und Plattenhardt sieht echt aus wie mein Online-Pro, hätte ich beinahe gesagt. Ah, ja, Schieber sieht auch nicht aus wie Schieber. Mainz wechselt nochmal. Brosinski kommt für Busmann. Nicht mehr lang zu spielen. Mal gucken, ob jetzt die Zeit genauso schnell rennt. Erstmal rennt hier der Brooks. Der schickt Haraguchi, der mir wirklich gut gefällt. Haraguchi ist vorbei. Macht das gut, aber dann die Flanke muss noch einen Tick höher. Das war geschenkt, aber da muss ein Stürmer stehen. Da muss ein Stürmer stehen. Baum Johann. Gar kein Stürmer. Der Baumi. Der Baumi war's. Da geht's lang. 2-0 Hertha. Bet at home. Darauf hätten wir wetten können hier. Schön gemacht vom Baum Johann. Direkt erkannt. Der Torwart baut Mist. Hier Baum Johann nur beobachten. Jetzt zieht er rüber. Und genau dahin kommt der Ball. Und dann direkt abgeschlossen. Tja, definitiv Torwartpatzer. Keine Frage.
Das darf ein Torwart nicht machen. Völlig grundlos. Aber gut, Baumi hier eiskalt. Mir soll's recht sein, Bojan. Das ist der Cricket-Schnee, ne? Der spielt doch nicht in der Verteidigung. Wieder mit am Einleiten gewesen. Der Haraguchi hier mit seiner Flanke, die gerade vom Ball behindert wird. So, jetzt dürfen wir weitermachen. Wunderschön. 2-0. Jetzt kann von mir aus die Zeit schnell vorbeigehen. Sehr schön. Hertha sichert sich hier somit die nächsten 3 Punkte. Und dann ist es doch alles in allem, trotz der Niederlage gegen Stuttgart, ein solider Saisonstart. 2-0, 6 Punkte nach 3 Spielen. Das kann man so machen. Brooks und Langkamp hier, die sichere Innenverteidigung. Captain Brooks. Ja, an der Passquote muss ich noch so ein bisschen arbeiten, aber da ich viele riskante Bälle spiele, ist das, glaube ich, so vertretbar. Bojan, war das echt der Krikic? Haben die sich den Krikic geholt? Ist ja unfassbar. Schieber und Baumjohann, beide Einwechselspieler mit einer 8,0, Weiser mit einer 6,0, also die Einwechslungen haben soweit gestochen. Das nenne ich mal glückliches Händchen. So, diesmal gehe ich nicht, die Ergebnisse übergehe ich einfach nicht. Leverkusen 3-1 gegen Hannover, Mainz 0-2 gegen Hertha, Schalke verliert 1-3 gegen Wolfsburg, Stuttgart, Bremen 1-1, Bayern, Gladbach 0-0, Dortmund verliert 0-3 gegen Augsburg, Hoffenheim gewinnt 4-0 gegen Darmstadt, 1-0 gewinnt die Eintracht gegen Ingolstadt und 3-0 der FC gegen Hamburg. Die Tabelle, Gölle als erster, Bayern, Frankfurt, wobei, die sieht sehr unrealistisch aus. Darmstadt, Ingolstadt, so wie man das vermuten würde. Und Dortmund, Schalke, wobei. Dies ist ein Bericht über die Entwicklung ihrer Spieler. Die zielgenauen Schüsse von Schieber sind sehr effektiv. Jedes gegnerische Team muss höllisch auf der Hut sein. Er will weiter Tore schießen, also arbeitet er momentan an seiner Fähigkeit Distanztorschütze. Falls sie sich dessen bewusst sind und ihm eine Chance geben, die Fähigkeit kontrollierter Schuss zu üben, wird er sich viel schneller entwickeln. Und wie mache ich das? Der aktuelle Monatsbericht ist fertig. Er enthält alle möglichen Informationen, zum Beispiel, ob wir unsere Teamanweisung befolgt haben, welche Spielzüge effektiv oder weniger effektiv waren und vieles mehr. Dann wollen wir mal schauen. Der Zeitraum vom 1.8. bis zum 29.8. 3 Spiele, 2 Siege, 1 Niederlage. Die Torjäger Baumjohann, Schieber, Ibisevic. Die Vorlagengeber Stocker und Kalou, die beiden Flügelspieler, nicht ganz, aber durchschnittliche Bewertungsrang Schieber mit seinem einen Einsatz bei der 8,0, Baumjohann mit 3 Einsätzen bei einer 6,5 und Ibisevic mit 3 Einsätzen bei einer 6,3. Ergebnisse kennen wir. Durchschnittliche Offensivzeit in Sekunden 6,9, durchschnittliche Passdistanz 16,2, durchschnittliche Defensivzeit 6,6, Konterangriff, Ballbesitz. Na gut, haben wir nicht ganz eingehalten, kurzer Pass auch nicht wirklich, frühes Pressing haben wir durchaus, denke ich, versucht einzuhalten. Lieblingsangriffskonzepte, Ballbesitz, kurzer Pass und weit, alles durch die Mitte bisher und defensiv. Ich nehme an, die Prozente sind, wo wir den Ball erobert haben, nehme ich an. Also die Mehrzahl vor dem gegnerischen Tor und das ist, glaube ich, mit frühes Pressing durchaus passiert. Passtyp, Flachpass, erfolgreich 65, versucht 74, Quote 88%. Bei dem tödlichen Pass ist unsere Quote nicht ganz so geil. Beim gelupften Pass okay. Und bei hoher tödlicher Pass, naja, Flanken können wir überhaupt nicht. Das haben wir aber auch schon, glaube ich, selber festgestellt. Rückpass können wir. Querpass nicht so. Und Vorwärtspass, geht so, ne? Zeitpunkt von Gegentoren. Gegentore 76. bis 90. Das war gegen Stuttgart. Sehr unglücklich. Ansonsten schießen wir unsere Tore sehr gemischt, würde ich sagen. Tödlicher Pass, 2 Tore nach tödlichem Pass und 1 nach dem Torwartbock. Und ja, ein weiteres Gegentor nach. Erfolgreiche Dribblings. Darida, 15 Stück, aber nur 88% gelangen. Stocker kommt mit allen Dribblings durch.
Was ist noch zu hervorzuheben? Brooks hat eine Passquote von 100%. Darida versucht aber die meisten Pässe, also unser Spielmacher sozusagen. Erhaltene Pässe, der Stocker wird oft gesucht, genauso wie Plattenhardt. Okay. Schussversuche 100% Ibisevic. Schieber 50, genau wie Baumjohann. Haraguchi mit seinem Pfostenschuss kriegt nur 0%, obwohl er an den Pfosten gegangen ist, aber so ist halt Pro Evolution Soccer und Darida zweimal abgeblockt. Gewonnene Luftkämpfe, Langkamp natürlich der Fels in der Brandung, erfolgreiche Attacken, also auch Darida in Sachen Zweikampf durchaus zu gebrauchen. Allerdings auch Baumjohann, das ist schon überraschend. Ist ja nicht gerade für seine Zweikampfstärke eigentlich bekannt. Finde ich sehr gut, dass man solche Statistiken hat. Ich glaube, für den einen oder anderen sind die sehr, sehr interessant. Jetzt kriegen wir zudem unseren neuen Innenverteidiger. Mal gucken, ob wir Lustenberger noch ein Angebot reinkriegen. Schieber hat noch ein Angebot erhalten. Das muss jetzt wirklich außerordentlich gut sein, damit da der Schieber geht. Elche FC, 10,6 Millionen. Das muss ich eigentlich fast machen, ne? Allerdings kriegen wir so schnell einen Ersatz für Schieber hier. Wen haben wir denn noch so im Kader? Mal gucken, was das für Konsequenzen hätte. Wenn Schieber geht, hätten wir auf der Ersatzbank dann maximal Kalou, den wir da noch hinstellen können. Und das war's. Was haben wir da so auf dem Markt gerade? Scoutbericht haben wir keine Spieler. Erweiterte Suche. Transferliste, ich hätte gern jetzt mal einen Stürmer. Alles keine Stürmer. Kajubi, Wildschut. Steven Jovetic. Inter Mailand. Jovetic, das wäre natürlich Bombe. Ich mag den sehr. Aber ob wir die Zeit noch haben, den Transfer über die Bühne zu bringen, weiß ich nicht. Wir hatten doch noch jemanden auf der Liste. Wer war denn das? Michael Frei ist auch nicht so schlecht, aber 67. Hier leider nicht ganz so gut bewertet. Luis Adriano wollte man noch gucken. Luis Adriano Alcantara. Ist nicht der? Rutnies. Im Leben nicht. Packard hätte ich vor 5 Jahren mal geholt. James Wilson von Menu. Die auf der Transferliste sind natürlich ein bisschen günstiger zu haben, deswegen gehe ich erstmal nach denen. Aber ich gucke gleich auch mal. Nach einem, der die 74 hat und nicht gelistet ist. Sollte dann etwas jünger sein. So, hier gefällt mir alles nicht. Ich will einen richtigen Stürmer haben eigentlich. La 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 la. Ich weiß mittlerweile auch, dass die Dinger hier dafür stehen, wie wahrscheinlich der Wechsel ist. Also bei Teljo hätte man einigermaßen gute Chancen, aber der ist eher auf den Flügeln. Das braucht man gerade nicht. Genauso André Hahn, Kevin Prince Boateng. Nee, 21 kann nicht sein. Kampl braucht man nicht. Griezmann. Alles Flügelstürmer. Volland. Ja gut, Haraguchi voll, weil der ist ja schon bei uns. Gucken, wen haben wir denn hier noch so? Zoller, Jackson Martinez. Nee. Wollte schon sagen. Das wäre ja zu schön. Ich glaube nicht, dass wir den bekämen.
Memedi, Marcelo, lalala. Die Liste wird kleiner. Schadli, Ritter, Bunyaku, Balotelli, Benteke. Alle hier mit wenig Wahrscheinlichkeit, dass wir die bekommen. Danny Ings, 79, Angriffsstärke 81, Abschluss 82, ist sehr schnell. Erster Schuss, Flinkfuß. Der kann noch mal gut gehen, den fragen wir mal an. Bojan, da ist der Krikic, der ist tatsächlich bei Mainz, unfassbar. Harry Kane stehen die Chancen nicht so gut. Wie gesagt, ich frage nur an die Vierer oder Fünfer. Zivkovic haben auch keine Chance, den zu bekommen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Den Zivkovic, den frage ich trotzdem an, auch wenn die Chancen schlecht stehen. Die Baller, Batshuayi wäre auch nicht schlecht, aber stehen die Chancen schlecht? Das reicht, wenn wir bei einem schlechten Chancenmann anfragen. Origi steht gut. Von Liverpool, aber der ist auch eher ein Flügelspieler. Den wollte ich mir jetzt nicht holen. Ich brauche echt einen Sturmtank. Wen haben wir denn da noch so, Freunde? Der Pate geht sonst 7 Tage. Bamford, Martial. Glaub nicht, dass der billig wird, aber man kann es ja mal probieren, ne? Gudetti, der lebt auch noch. Kamois Nonioteis. Natürlich. So, schauen wir mal, was da passiert. Und wir sagen bei Schieber dann, wenn ich hier sage, noch mehr Geld, ist das 73%. Mache ich einfach, oder? Wir probieren es, wir haben ja genug Geld. Wenn Schieber scheitert, dann haben wir halt noch einen Stürmer mehr. Vielleicht kommt noch ein Angebot für Salalem rein. Körber auf 62. Transferfenster schließt bald. Schließung des Transferfensters heute. Das heißt, jetzt muss alles zum Abschluss gebracht werden. Für Gersbeck haben wir eins, für Mittelstädt haben wir eins, für Ibisevic haben wir eins, für Schellbrett und Regesell. Ansonsten für unsere Anfragen gibt es auch noch Sivkovic gescheitert und Jovetic gescheitert. Okay, dann müssen wir zuerst mal unsere Wunschliste ein bisschen bearbeiten. Wie kann ich den denn? Ah, hier, entfernen. Entfernen, entfernen. Entfernen. Verhandlungen. Jovetic gescheitert. Luis Adriano 15 Millionen. Okay. Danny Ings 11 Millionen. Aber der will 3 Jahre. Lassen wir uns beide mal auf. Zivkovic gescheitert. Schieber 12 Millionen. Gut, dass wir nochmal angefragt haben. Und Monaco. Na komm. Dann geht er halt zu Monaco. Gersbeck dann zu Deportivo. Jetzt haben wir keinen Ersatztorwart mehr. Ist auch clever gewesen. Kompletter Transfer für Mittelstädt. Nö. Der wird maximal verliehen, aber kein kompletter Transfer. Ist doch wohl bekloppt. Material, 5 Millionen. Okay, dann brauchen wir Ings schon mal nicht. Luis Adriano nicht. Und den probieren wir auf jeden Fall. 5.750.000. Halt, nein. Wir akzeptieren das einfach. Ist nur ein Jahr, aber was soll's. Ibisevic. 16 Millionen. Alter. Schellbrett akzeptieren wir. Regesell. Verneimer. Der Verein passt auch. Ich kann nicht beide Stürme. Verhandlung beenden. Tut mir leid, Julian Schieber, aber 12 Millionen
sind 12 Millionen. Sportdirektor, Mannschaft des Monats für die erste Bundesliga. Baumjohann und Ibisevic haben es geschafft. Würzwürf, kenne ich nicht. Wen haben die sich denn da gekauft? Jerome Boateng, Lahm, Neuer. Ribery, der ist doch verletzt. Ui, alter Schwede. UEFA Euroleague, Qualifikation, Gruppenphase betrifft uns nicht. Lalala, betrifft uns alles nicht. 16 Millionen Gehalt geht ab und wir haben noch genügend Geld, das ist der Wahnsinn. Schieber hat den Verein leider verlassen, genauso wie Schellbrett. Dafür sind Material dazugekommen, Körber, Gersbeck, Regesell auf Leihbasis weg. Und jetzt haben wir keinen Ersatztorwart. Aber wir können ja dafür Verhandlungen, Jugendspieler kommen sofort, das weiß ich. Dann holen wir uns noch einen aus der Jugend hoch, den wir zur Not immer noch abgeben können. Der ist 19, der ist 16. Schweden, Niederlande. Nehmen wir den hier einfach. Verpflichten. Zip. Haben wir den noch verpflichtet und dann passt das. So. Dann, wer hat hier auf ausgewogen? Gimenez, der soll natürlich Verteidigung trainieren und du trainierst mal deine Geschwindigkeit. Zack. So, damit haben wir auf der Ersatzbank nicht Julian Weigel, sondern Material. So, Mittelstädt, Salalem, Weigel geht natürlich vor. Gimenez auch. Halt, der ist ja Außenverteidiger. Gimenez für Lustenberger rein und rückt in die Startelf für Langkamp. Und Boyata macht den Außenverteidiger. So. Dann passt das. Ich glaube, dann sind wir wirklich richtig gut aufgestellt. Gehen noch mal ein bisschen weiter. Ein Part mache ich noch. Weiser ist auf 71 gestiegen. Also wie der abgeht, ist der Wahnsinn. Freut mich aber. Der Weiser. Wir spielen in der Europa League. Hä? Warum spielt Hertha in der Europa League? Verstehe ich nicht. Aber nehmen wir so mit. Das mache ich weg, weil sonst wird das Video wieder angemahnt. Ospina im Tor. Ja, könnte man sich holen. Was wollen die denn dafür? Fragen wir einfach mal höflich an. Britos, Thiagos ist nicht so meins. Die können von der Liste. Und Banetta kann auch von der Liste. Ist mir mit 30 schon alles zu alt. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ungewollt Europa League. Aber gut, nehmen wir jetzt so mit. Was soll's? Ja, dann halt Europa League gegen Milan. Kann man mal so machen. Wird bestimmt ein mega Fight und ich guck mal, wen ich dann so spielen lasse. Ein bisschen durch rochieren und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Also bis dann, ciao. We are real.
such a bait. Now, no, it's sick. The day's the day that all our friends will join.